Willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Bin ein Level aufgestiegen und auch mit Hilfe von Premium-Karten konnte ich jetzt einen weiteren Elixier bei mir einfügen und damit sollte man auch eigentlich, ja, sollte eigentlich gut klarkommen. Aber ich schaff das. Ja, wenn ich überhaupt nichts schaffe, ne, dann seht ihr das ja auch nicht. Mit mehr Blitzwurf reinbringen. Weil ganz ehrlich, Codierung überlastet, keine Ahnung, was war das, Konsole? PC. Ja, einfach weiter leveln, so, ne? Vielleicht gucke ich mal, ob ich jetzt noch einen stärkeren Move reinkriege und halt, oh ja, Feuer, Scheiß. Blitz ist das. Blitz ist das einzig wahre. Ja, der Trank ist eh scheiße. So, eigentlich kann der Trank auch raus, so. Muss eigentlich ganz ehrlich sagen. Perfekt genutzt. Ah, fuck! Okay. Ist eine Null? Da ist eine Null, sehr gut.
Ja, wenn der Titel bewegt, ist das eigentlich dämlich, ne, klar. Ach, fuck. Null! Mein Trank ist wieder gekommen. Na, aktiviere den Angriff da. So, jetzt kann ich einfach meinen Angriff spammen. Heilung gehen. Okay. Okay, geil, geil, geil. Aber cool, wenn ich mit dem Elixier auch meine Tränke zurückholen kann. Das ist ja eigentlich ziemlich gut, ne? Und dann wird man ja doch nochmal Tränke drin lassen. Auch Ätherlohne wahrscheinlich. Ich muss mir die Wechselkarte bekommen. Ja. Ach, ein Penner. Even at the mercy of your memory. None of that matters. Just put Riku back. Just put him back? The Riku you speak of has but one fate to sink into the darkness. And you will share that fate, Sora. If you continue to seek the girl Namine, the shackles will tighten. You'll lose your heart. Der wartet ja echt so, ne? Marluxia? What does Namine have to do with... Voll effektiv gegen Eis, ne? Axel! Yo, Sora! Did I catch you at a bad time? Axel, why? I came to stop you from talking too much by eliminating your existence. No, don't do it. We are just nobodies who have no one to be, yet we still are. But now you can be nothing instead of just being a nobody. You're off the hook. No, please don't. I don't want to. Goodbye. Goodbye. People. Don't know. I wonder about that myself. Der Ripp, ne? Ripp wechseln. Hallo, Evan. Gut, wo sind wir? Also, ja, gut. Ne? Gut. Kuddelabenteuer. Na gut, wir haben ja auch nichts. Wir kennen niemanden so. Niemanden, dem wir begegnen könnten. Von daher ist das hier auch so ruhig. Dann machen wir einfach direkt weiter und gucken mal, wohin die Reise führt. Ich habe Angst. Aber wir haben zwei Elixiere. MP. Mal gucken, kommt jetzt ein Bosskampf? Gute Frage. Ich glaube halt, wir sehen den Riku nicht mehr. Nice work. I say good riddance to that blabbermouth. Marluxia.
You used Vexen to test Sora's strength, didn't you? Not just Sora's, it was yours too. We weren't sure if you actually had it in your bones to take out a fellow member. Well, I guess that you did. It's time to join up. Taking over the organization will be like child's play with the three of us. So that's where Sora comes in. Of course. He wants to see Naminé, so why don't we just give him what he wants? Rejoice, Naminé. The time is near for you to meet the hero that you've been longing for. I'm glad. But I'm warning you, you better not do anything to betray Sora's feelings. Do you understand me, little one? I understand. All you need do is layer Sora's memories and bring his heart closer to you. Sora. Even if you come for me, what then? Oh nein. Oh, Riku. You'll hurt Naminé if you go further. You still want to fight? But Vexen's gone, so now you're free. It doesn't matter what happens to him. I'm protecting Naminé from you. That's what's in my heart. Sora, I made a promise to Naminé. I promised to keep her safe. You did? There was a meteor shower. This one night when she and I were little. Naminé got scared and said, "What if a shooting star hits the islands?" So I told her, "If a shooting star comes this way, I will protect you." You made a promise with a toy sword. What? How do you know about that? Because that was the promise I made to her that night. I would protect her. I said it. Don't lie. You weren't the one there that night. You're the one who wasn't there. That was when she gave her good luck charm to me. Her what? See? Tell me, where did you get that? Sora, good try. Huh? That must be a fake. I've got the real one right here. Well, two of them? Fake should be destroyed. Fälschungen gehören zerstört, alles klar. Boah, ey. Ja, das ist die Strafe dafür, wenn ich mich hier komplett in das Spiel rein grinde gerade. Ganz hart Rico bekämpfen. Das sollte eigentlich das letzte Mal sein. Nicht kontern, danke schön. Heal.
You gotta be kidding me. Drop! Back off! Get ready! Run. Okay. Heilung, ich hab doch gerade Trank genutzt, genau. Das lief gut. Der hat nicht so einen nervigen Schild wie Wechsel, ne? Ich hatte schon immer den. Ich hab mir immer gemerkt, Wechsel nerviger Schild, so. Stufenaufstieg. Megatrank? Was macht der? KP-Bonus. Ich will mir den Megatrank angucken. Riku. It's just like mine. How'd he get this? It turned into a cord. Destiny Islands, der Ort, an dem man dann auch Level grindet mit Sora. Ist nicht die letzte Welt, aber hier gibt es einen Trick, der halt in der letzten Welt nicht funktioniert. Lass mich mal kurz gucken, was macht der? Setzt den Ladezähler so, ist natürlich geil, 49 kostet das. Ja. Ich würde eigentlich sogar einfach nochmal einen Vita mit reinnehmen. Eine 9. Elixier habe ich auch noch. Elixier sind ja top, so. Aber Lades hier so ist halt auch mega. Mega. Gibt auf jeden Fall auch ein Argument für den Mega. Für den Megatrank. Gibt's auch Mega Elixier, was soll ein Mega Elixier machen, ne? Könnte das gleiche machen. I don't understand what's going on. Let's just keep moving, okay? It doesn't matter. It does matter. How can two of you have the same memory? You can't both be right. I'm wrong. Fine, then don't believe me. That's not what he meant. We're just kind of worried. Then let's ask Naminé. That should clear it up. Look, we don't have time to sit around, so let's go. Sora, what happened to you? Hallo, lächeln. What's that mean? Well, you always get real touchy when it comes to stuff about Naminé. But before we came to this castle, you didn't even remember what her name was. Now Naminé's the only thing you talk about. It doesn't make sense. Maybe you should just slow down and think ahead about some of these things. Think ahead? What is the matter with you guys? You want me to abandon her? Don't
that's not it. Then do whatever you want. You can lay back and take a nap for all I care. I'm going to find Naminé. Ein bisschen haben die Beine schon Rest, aber andererseits verstehen die auch nicht, was in Soras Kopf durchgeht, weil der für den ist es ja richtig furchtbar so, ne? Und wenn mal Änderungen in ihnen drin sind, die sind einfach komplett echt anfühlen, weil mal so Spoiler, wir wissen ja, ne, was mit Naminé ist. Also, wir wissen, dass er einfach nicht auf der Insel war. You're all that he's got left. So then, if you don't stop this, no one will. But I... It's too late. You shouldn't give up just yet. Say, Naminé, have you noticed Marluxia doesn't seem to be around? What are you saying? Just that there's no one here who would want to get in your way. Just make it count. Now this should be interesting. Try and make it enjoyable, Sora. It's the least you can do for me, you know. Excel. Hey, wait. I'm enjoying this. You guys are something else. Sind wir, glaube ich, ohne die beiden, aber gut, ne? Wer braucht die schon? Die Thrombose war cool, ne? Wer braucht Donald? Oh, Jimmy hier. That was no way to keep it to yourself. Ah, danke, dass du mitkommst, sonst könnte ich ins Tagebuch schauen, glaube ich. Oh Mann, ey. Apropos Tagebuch, gucken wir mal kurz, wie denn hier jetzt so schnell der Dinge ist. Schick und schick. Zwei Level-Welten kommen noch. Das passt soweit. Kartenlammung 67%. Wir haben jetzt alle Beschwörungskarten. Simba, Genie, Bambi, Dumbo, Naseweiß, Mushu. Und Cloud, genau. Bonuskarten haben wir jetzt auch alle. Raumkarten. Stimmt, hab ich noch einen neuen Raum bekommen. Nach dem letzten Mal. Also während des Grinden so. Der ein bisschen interessant klingt. Der müsste wahrscheinlich ganz unten kommen. Weil das war schon ein blauer Raum, ne? Ja, hier ein Raum, in dem alles passieren kann. Zufallsjoker. Also, ne, den haben wir schon mal benutzt. Genau, den haben wir schon mal benutzt. Welten, gucken wir mal, eine Weltenkarten, okay. Interessant, weil wir eigentlich noch eine Welt danach haben, so, aber Spoiler, die hat keine Karte. Andere, Herr Bambi und Mushu. Ich will eigentlich tatsächlich noch kurz was ausprobieren mit euch, während der Folge, weil ein bisschen Zeit haben wir ja auch noch, ne? Sets prüfen. Nee, Start, ob wir schon einen gewissen Move haben. Das ist ganz genau, was genau das für ein Move ist, aber ja, es wird wahrscheinlich der Grün sein, ne? Ist das die Feuersalbe? Nee. Der Magnetspiral wäre vielleicht auch mal was, ne? Tsunami mit Dumbo. Paradies war Inferno, ne? Genau, das ist wahrscheinlich. Ich bin das Einzige, was ich aber jetzt Mushu habe, so. Sternstaubturm. Ah, das mal.
Oder Furienstoß. Glücksprämie. Also, oh, Goofy. Überraschung. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Move sein, mit dem man halt ganz schnell einen Gegner killen kann. Und dann halt schnell natürlich EP sammeln kann. Es geht in der letzten Welt nicht, weil da gibt es halt Gegner, die feuerresistent sind. Hm. Wir haben doch ein bisschen Zeit, ne? Das ist. Und ich bin fehlbar. Ich kann einfach direkt reingehen, direkt den Raum wechseln, so. Was will ich machen? Ein Mushu geht da gerade nicht. Ich geh zum Shop. Ich guck, ob ich einen Mushu im Shop bekommen kann. Ich meinte, ich bin bei 14.000, ne? Das heißt, ich muss eigentlich noch zweimal den Shop komplett leerlaufen, leer kaufen, dann hätte ich das Geld. Nicht überspringen hier, was machen wir hier? Das machen wir nicht. Ich werde doch nicht langsam verrückt, oder? Ich weiß genau, wo ich hier bin. Ja, das ist unsere Insel. Auf den Namen, den ich früher gespielt haben. Hey! Oh, hi. Was geht, Sora? Was wollen wir denn heute anstellen? Hey Leute. Schön euch zu sehen. Was? Haben wir Essen im Gesicht? Also bitte Wacker, nur du wärst blöd genug. Wer würde denn nicht merken, dass er ihm. Nee, ich schon so. Hey, ich sagte, das ging jetzt aber unter die Gürtellinie. Ich weiß nicht, Wacker. Selfie hat schon recht. Nicht du auch noch, Tylus. Genau, ihr seid Selfie, Wacker und Tylus. Alles klar mit dir. Ja, ich hab bloß laut gedacht. Ich weiß, du denkst schon wieder an sie. Jetzt kapier ich's. Er wird total zum Zombie, wenn er an sie denkt. Das würde auch erklären, wie Lior sich so merkwürdig verhält. Ich wette, du willst, dass wir abhauen, damit ihr zwei allein sein könnt, ne? Kann sein. Schon gut. Wir verschwinden für eine Weile. Schnapp sie dir, Cowboy. Oh, Junge. Und jetzt habe ich schon dreimal Mushu. Jetzt guck mal kurz. Unbekannter Raum. Sets prüfen. Da ist ein Mushu. Ja, ich werde ohne euch leveln wahrscheinlich. Komm, fangen wir mal mit einem Schatz an. Geld. Ja, ein paar Mauki-Punkte von 3500 Lamsau, weil ich kann Sachen verkaufen, so, ne? Werde ich auch machen. Königsanhänger. Sind das jetzt die stärkeren Königsanhänger? Nee, irgendwie ist. Keine Ahnung. Besser weg, die Lovers. Hallo, aufmachen. Mogri.
Hm, sexy. Oh! Das ist höherwertig. Mushu, sehr gut. Kein Mushu. Kein Mushu. Kein Mushu. Das ist kein Mushu. Das ist Naseweiß. Ich mache mit bei jedem Scheiß. Dann jetzt bei den niederwertigen Karten. Komm, einen Blau. Und Cloud. Megatrank, das ist mega. So, verkaufen wir mal ein bisschen was. Krieg ich genug Geld zusammen, ist die Frage. Herzensbrecher. Rock mit der Wunderlampe. Komm weg damit. Ein Eis behalten wir mal. Nuller Blitz behalte ich auch mal. Habe ich nur einen Mushu hier eigentlich? Ich habe einen Premium-Mushu direkt gezogen, ne? Stimmt, stimmt. Weg mit dir. Weg mit Bambi. Ganz weg mit euch. Keiner braucht euch. Normale Tränke verkaufe ich auch immer direkt, ne? Ich habe hier noch Supertränke, die ich so ein bisschen verkaufen kann für ordentlich Geld. Normaler Äther brauche ich nicht. Nein, das und keine Ahnung. Den Elixier verkaufe ich nicht. Hier, ich habe irgendwie zwei Schattenlose noch bekommen. So, ich will weiter einkaufen. Dann müsste ich eigentlich beim nächsten Mokki-Großeinkauf eigentlich auch alles bekommen, so, ne? Muss dann vielleicht vorsichtig Sachen verkaufen, ne? Was kann ich dann eigentlich danach machen? Ich habe keinen Mushu bekommen. Ja, einen dritten Mushu. Ich brauche einen dritten Mushu. Vielleicht kannst du auch nochmal. Da steht es auf PSN Profile. Jetzt habe ich gerade nicht offen. Was wollte ich machen? Ja, Mushu ausprobieren, das geht nicht. Dann generierst du mal einfach mal einen Speicherraum. Für schlechte Zeiten. Und ja, verabschiede mich. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.